Moin Leute, ich bin so gesagt gerade hier aus dem Schnitt. In diesem Video kommen Windgeräusche, ja, so ein bisschen dies, das, Ananas. Ihr wisst schon, was ich meine. Halt so ein paar Windgeräusche, aber es war sehr kalt, darum habe ich keinen Abschluss gedreht. Aber es ist trotzdem sehr spannend, was so passiert ist in der Werkstatt. Aber die nächsten Tage kommen trotzdem noch coole Videos oder Wochen. Von daher bleibt dran und gebt ein Abo und kein Hate. Dann würde ich mich freuen. Und ja, und ihr könnt gespannt sein auf der Halle, auf das Projekt, was mit der Halle da kommt. Was da kommt, das wird richtig geil. Das sage ich euch. Ja, ich bedanke mich dann. Ach so, nee, das ist das Ende. Dann könnt ihr gerne gucken und bis zum nächsten Mal. Euer Niklas. Neuen Farm. Willkommen zu diesem neuen Farmblock von mir. Ja, heute Morgen war das Center noch zu, jetzt hat sie reingeschneit. Ja, die haben ja Schnee gemeldet, der auch gekommen ist mit sehr stark ätzendem Wind. Ja, ich werde dazu aber keinen Schnee schieben heute. Ich werde erstmal bei meiner Werkstatt gucken, ob da alles klar ist, wegen dem blöden Dach, was da drauf ist. Der Wind ist halt sehr ätzend. Alter, so viel hatten wir noch nie, Alter. Was ist das denn an Schneemenge? Hier, Alter. Wow, das war doch klar, Niklas. Ey, ich blühe das. Nachbarzentrecker an der schiebt Schnee. Ja, hier habe ich die Mauern weggemacht. Jetzt ist hier eine große Halle zum Sachenlagern und allem drum dran. Hier ist ein kleiner Vogel, okay. Ich frag mich, wo der ganze Schnee hier drin wegkommt. Okay, da ist das Fenster offen. Warum ist es da offen? Hier ist auch offen. Das ist blöd. Mach ich erstmal zu. Ne, mach ich nicht zu. Alles gut. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd. Aber. Boah, ist das ätzend. Das ist so richtig fisseliger Schnee. Und hier drin Schnee. Der lässt sich auch nicht kneten. Das ist so ein richtig Sandschnee, ey. Richtig ätzend. Aber hier muss ich irgendwas vormachen. Dass mein Trigger, dass sich alles abbekommt. Der macht das nicht, aber das ist für die Batterie. Nee, das ist gar keine Chance. Muss ich dann mit der Schnauze nach hinten reinstellen. Nur wenn er da nicht mal anspringen sollte. Wenn er da nicht mal anspringen sollte, dann wisst ihr auch nicht, wie ich den. Ja, Brücken kriege. Willkommen bei mir in der Werkstatt. Alles voller Schnee. Mein Schweißgerät Schnee. Meine Sachen voller Schnee. Hier schneit es dauerhaft rein. Ich mache erstmal hier Strom aus. Hier und hier. Oh nein, jetzt komplett reingeschnitten durch mein Fenster. Hier schneit es komplett rein. Mein guter Schöpferhammer, der ist aber geschützt da drin. Aber meine ganzen elektrischen Geräte hier. Und wo kommt der ganze Schnee denn hierher? Wird da von da oben reingepustet. Wahrscheinlich hier unten drunter ja irgendwie. Das ist ja jetzt echt kacke, mein guter Kompressor mit Schnee. Ich krieg gleich einen zu viel. Also, tut mir leid, Leute, wenn ich da nicht mehr immer so oft Videos poste momentan. Aber sowas kostet halt den Raub. Ich krieg den jetzt auch nicht weiter weg. Ich habe keinen Platz einfach momentan. Und ich habe auch keinen Bock, die ganzen Maschinen jetzt auf Tenne zu lagern. Die da hinzukriegen durch den Schneesturm. Dann falle ich nachher nur, dann falle ich Nägel und dann falle ich dann im Trecker durch und dann hat man das auch schon wieder. Also, mir ist auch so kalt, meine Akkus hier. Am liebsten würde ich jetzt hier die Heizung laufen lassen, ein bisschen. Was soll ich das machen? Ich weiß nicht, ob ich die Akkus laufen lassen soll. Soll ich das mal machen? Nicht die Akkus, die Heizung. Ein bisschen die Heizung anmachen soll hier drin. Und den Strahler meine Nacht anlassen. Wenn der Schnee reinkommt, dass direkt wegtaut. Aber ja. Tja Leute, sieht das in einer eingeschneiten Werkstatt, wo noch Strom drauf ist, das ist ganz gefährlich. Ne? Das ist normalerweise jede Sicherung rausgebrochen, was noch alt ist, ist die Gott sei Dank noch drin. Nur ich hoffe mal, die Geräte funktionieren noch alle. Weil die jetzt ja Feuchtigkeit abbekommen, das können die ja nicht haben, glaube ich. Ne? Der ist gut eingepackt, da mache ich mir keine Sorgen drum. Der steht da auch glücklicherweise da an dem Zeitpunkt gut.
Ich hätte das doch dann mit Silikon abdichten sollen, aber trotzdem, der ganze Schnee kommt oben durch die Lücken rein. Ich habe da gar nicht dran gedacht, wenn es im Haufen leicht reinschneidet, die Ritzen, wie ist das denn in einem Werkstatt? Da habe ich gestern doch gar nicht dran gedacht. Ich habe gedacht, die labern nur Mumpitz, weil die das auch mal wieder abgestellt haben, dann wieder angestellt haben. Und jetzt, in Wirklichkeit, es hat sogar Wasser da drin gefroren. Also ist die Möglichkeit, die Heizung anlassen. Nur das ist Gefahr, dass die eine Heizung immer mal brennt, wenn ich dabei bin. Und das kann ich nicht verantworten, ne? Ja, moin Leute, ich bin jetzt gerade hier auf dem Schnitt so gesagt und ich habe keinen Abschluss gemacht, weil mir so kalt war, aber es hat sich herausgestellt, alles ist gut, da passiert auch nichts weiter, das können die Sachen ab, also braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben, ah, das geht alles kaputt oder hate, nein, keine Sorge, das passt alles und ja, ich bedanke mich, dass ihr das geguckt habt, auch wenn es sehr verwackelig ist, Windgeräusch und sowas drin ist, aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt als Anfang Ressource links reinkommt oder am Ende vom Video. Ich denke mal am Ende. Ich werde zum Anfang glaube ich auch noch was machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne liken, abonnieren und einen Kommentar da lassen und nicht so viel Hate lassen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag oder sowas. Dann, wenn es wieder was Neues gibt. Und momentan ist es so kalt. Ihr könnt ja ein paar Video-Ideen reinschreiben in den Kommentaren. Da würde ich mich drüber freuen, ja? Und ciao. Danke fürs Zusehen.